Alter, was geht ab, Leute? Hier. Heute mit einer Reaction auf einen Artikel von einem Kollegen. Grüße gehen raus an Noah von MeinMMO. Da habe ich nämlich letztens einen sehr interessanten Artikel, zumindest für mich interessant, gesehen. Ich muss mal kurz rumschauen, weil, Alter, wie viele Artikel bringt der Kerl am Tag raus? Oh mein Gott, 10 Jahre später, ich habe den Artikel endlich entdeckt. Okay, Screen Recorder kann angemacht werden. So, und zwar geht es um 10 Dinge, die nur ein wahrer Fan aus der Anfangszeit von Pokémon Go kennt. Und ich hoffe, ich bin einer. So. Seit Sommer 2016 ist Pokémon Go nun auf dem Markt. Übrigens, Link ist unten in der Beschreibung zum Artikel. Und begeistert tausende Fans. Wir haben hier 10 Dinge, die nur Spieler der Anfangszeit noch kennen werden. Ein Rückblick auf die alten Zeiten. Sowas liebe ich. Um solche Dinge geht es. Pokémon Go hat sich in den letzten 3 Jahren viel verändert und diverse neue Features sind hinzugekommen. Sogar ziemlich gut eigentlich. Also so jetzt im Vergleich, viele fragen mich, warum, wieso hast du immer noch Motivation, macht dir das Spiel immer noch Spaß? Und ich sage, ganz ehrlich, ja, denn jetzt gibt es eigentlich viel mehr zu tun als früher. Jetzt macht es erst eigentlich richtig Spaß. Früher hatte man eigentlich gar nichts zu tun. Keine Ahnung, was ich da die ganze Zeit gemacht habe. Wenn ich jetzt rausgehe, ich kann Nocturns jagen, Rocket Stops jagen, Quests jagen, Shinies jagen, Raids machen, Arenen machen, also Arenen auf Gold machen. Und damals konnte ich halt Taubsies fangen und Arenen machen. Das alte Arena-System, das war's eigentlich. Wer in den ersten Monaten des Spiels nicht aktiv war, der kennt vermutlich einen Großteil der Dinge nicht. Wer aber seit Tag 1 dabei war, der wird sich an einige der Elemente erinnern können. Erstens, Pokémon wie Entogon oder Urtrigaria waren treue Begleiter. Ich erinnere mich an Entogon. Ich hatte eine Entogon-Armee. Ich hatte sehr, sehr viele einfach nur entwickelt. Die haben Arenen runtergehauen, Arenen hochgepusht, Allzweckwaffen. Das alte Arena-System. Das alte Arena-System. In Pokémon Go ließ euch eure eigene Arena hochtrainieren. Trainieren muss zurückkommen. Dafür musstet ihr gegen die Pokémon in der Arena kämpfen. Je weiter die WP eures Angreifers und die des Verteidigers auseinanderlagen, desto mehr Punkte gab es und ihr konntet euch dazu setzen. Um genau zu sein, die Hälfte. Also wenn es nur drunter war, dann hat man 500 Prestige bekommen. Wenn es die Hälfte war oder weniger, dann 1000. Und eine Arena hatte am Ende 50.000 Prestige. Pro Pokémon und man konnte 10 reinsetzen, hat 2000 Prestige bekommen. Das heißt, also könnt ihr euch ja überlegen, wie lange und wie viele Kämpfe das gebraucht hat. Da die meisten Pokémon in der Arena etwa 2500 bis 3000 WP hatten, stimmt, waren eure Monster am besten bei etwa 1000 bis 1500. Stimmt auch. Dafür kamen dann Pokémon wie Entogon, Urtrigaria oder Tangela in den Einsatz. Oh ja, Tangela, weil der Solarstrahl kommt. Auch Parasect. Parasect war krass. Quappo, glaube ich. Es gab viele, also vor allem Pokémon Aquana, vor allem Pokémon mit dieser mächtigen Ladeattacke, wie Solarstrahl oder Hydropump oder sowas, das ging gut ab. Alle Pokémon, Digga, du hast da einen Schreibfehler, die heutzutage kaum noch einen Wert haben und wohl nie wirklich mehr in den Einsatz kommen. Ja, das ist eine der Sachen, die ich vermisse. Man hat extra Pokémon gezüchtet oder gesammelt, um Arenen zu pushen. Du hast bestimmte Pokémon gesucht und gejagt. Es gab halt viel mehr Gedanken, viel mehr Strategie dahinter. Okay, mit was greifst du an? Was setzt du in die Arena, damit du schnell genug pushen kannst, aber da, dass er immer noch gut verteidigt. Wenn du etwas reinsetzt, was ganz unten ist, wie zum Beispiel bei Terga, ist zwar gut, verteidigt die Arena zwar ziemlich stark, ziemlich gut, aber dein eigenes Team und du selber müsst halt dagegen trainieren und das dann leidend, also setzt du vielleicht was Schlechteres rein, aber Schlechteres schützt die Arena nicht so gut und so weiter. Da musstest du überlegen, okay, wo will ich in der Arena sitzen, welches Pokémon setze ich rein. Es gab so viel Strategie, dass ich einfach vermisse. Und eben auch, okay, welche Pokémon sammelst du, mit was greifst du an, damit du halt das meiste rausholst, um die Arena hochzupushen und sowas. Vermisse ich sehr. Zweitens, geht auch noch um Arenen, ewiges Kämpfen in den Arenen. Wer keine Arena hochtrainieren, sondern eine fremde einnehmen wollte, musste um einiges mehr Zeit dafür einplanen. Yes. Aber da muss ich sagen, egal, würde das wieder zu weit ausweiten. Ich mache nochmal ein Video zu Arenen, zum alten und zum neuen und was ich mir wünsche, was ich verbessern würde. Musste einiges mehr Zeit dafür einplanen. Als es heute der Fall ist, damals konnte anstatt 6 ganze 10 Pokémon in einer Arena sitzen. Oh ja. Das war aber auch episch, immer so hoch zu scrollen und zu schauen, wer ganz weit oben sitzt und mit was. Damals konnten 6 anstatt 10 in einer Arena sitzen und der Kampf war deutlich langwieriger. Pokémon verloren, auch keine Motivation. Oh ja. So dass man teilweise dreimal gegen das gleiche starke Monster antreten muss. Oh ja. Also, ihr musst kämpfen und obwohl ihr gewonnen habt, sind die nicht schwächer geworden. Sondern ihr musstet einfach eine gewisse Anzahl kämpfen, bis die Prestige der Arena runtergefallen ist.
Und ab einem gewissen Level ist dann ein Pokémon rausgeflogen. Und dann musst du dir nochmal gegen alle kämpfen, die halt nicht schwächer geworden sind, also gleich stark geblieben sind. Und dann ist nochmal eins rausgeflogen. Und immer so weiter. Sprich, ihr musstet immer gegen dieselben, also wenn es eine 10er Heiterga-Armee war, Arena, dann musstet ihr immer gegen dieselben Heiterga kämpfen. Die sind nie schwächer geworden. Das waren schon geile Zeiten. Heute sind bereits nach wenigen Stunden schon die Herzen der Pokémon ganz unten, ja. Und wenn keiner füttert, dann kann man in einer Runde alle Pokémon rausschmeißen. Drittens, Glücksei zünden und Pokémon entwickeln. Ja, das gibt's nicht mehr. In Zeiten von 200.000 EP für eine Freundschaft ist es kaum vorzustellen. Und früher war der beste Weg, um schnell an EP zu kommen, das Entwickeln von Pokémon. Ja, die Zeiten sind vorbei. Lohnt sich halt überhaupt nicht mehr. Also 70.000, zwischen 70 und 100.000 maximal. Manche auch nur 50.000. Pro Glücksei-Session gemacht und jetzt zündest du einfach einen Freund und hast so viel mehr EP, also lohnt sich halt echt gar nicht mehr. Ich entwickle nur noch nebenbei einfach, damit die Bonbons runtergehen. Aber wirklich für EP eigentlich nicht mehr. Letztens Video hochgeladen, Update 240 Millionen EP erreicht. Und da haben wir uns natürlich wieder die Statistik angeschaut und ungefähr 1 Million von den 20 Millionen habe ich durch Entwickeln gemacht. Ohne Glücksei. Sprich, mit Glücksei, wenn man durchentwickeln würde, wären es halt 2, aber keine Ahnung, ich habe 10 Millionen oder so in dem Monat durch Freundschaften gemacht, also ihr seht, das lohnt sich überhaupt nicht. Viertens, große Freude bei seltenen Pokémon. Ja, das haben wir schon oft angesprochen. Manche sagen, oh, der Horn, du bist so arrogant geworden, aber es stimmt einfach. Ich laufe nicht mehr raus für ein Galaxo, für ein Dragogan. Ich bin auch nicht mehr gehypt für ein Galaxo, für ein Dragogan. Ein Despotar, so wie damals. Despotar, Panzerwiese, Junge, ganz halb München fährt dahin. Wenn jetzt da mitten in der Nacht ein Despotar spawnen würde, juckt nicht. Ich würde einfach sitzen bleiben. Aber früher, Galaxo oder Lapras, Alter, ich weiß noch, wo ich für mein erstes Galaxo gelaufen bin. Und jetzt gibt es natürlich irgendwelche Events, wo Galaxo einfach überall an jeder Straßenecke war. Das liegende, schlafende Galaxo. Also die Zeiten sind auf jeden Fall vorbei. Ich meine, je neuer die Pokémon sind, desto gehypter ist man noch. Aber auch da, wir wissen alle, kaum mal ein Ziel wird kommen und sowas. Also auch da ist der Hype jetzt nicht allzu riesig, wenn man mal ein neues sieht. Klar, hier und da. Aber auch hier zum Beispiel, ich habe den Affen, da Feueraffen regional da, die Straße runter. Ich habe nicht mal den Dex-Eintrag, aber ganz ehrlich, brauche ich nicht. Also schon, ich brauche den Dex-Eintrag schon, aber ich muss jetzt nicht extra da rumlaufen. Die Gelegenheiten werden sich noch bieten. Was natürlich auch gut ist für Leute, für alle Leute, dass sie halt mehr Gelegenheiten haben, alles zu bekommen. Ah naja, auch darüber könnte man ein eigenes Video machen. Vor dem Spielen die Bälle auffüllen. Nummer 5 übrigens. Das stimmt. Früher sehr oft gefarmt, irgendwelche Events genutzt. Ich war früher sehr aktiv. Eigentlich, wenn die Event war, in der Früh rausgegangen, am Abend nach Hause gekommen. Und irgendwann war es halt echt der Fall, du hattest keine Bälle mehr. Du musstest Pause machen und zum Beispiel in die Tram, in den Bus reinsteigen und eine Runde farmen und nur Pokestops drehen, nichts fangen, damit du wieder genug Bälle hast. Oder nach dem Farmen, auf dem Heimweg, sind wir dann nochmal die Runde gefahren, nur um die Bälle aufzufüllen. Also das war früher echt ein großes Problem. Ich weiß gar nicht, wie sie das geändert haben. Ich habe einfach mehr Bälle, kommen jetzt aus den Stops. Sechstens, das Lernen der Fußstapfen. Um ehrlich zu sein, sogar ich habe das verpasst. Ich habe Juli fast gar nicht gespielt, zumindest nicht draußen, weil zwei große Abschlussarbeiten und August habe ich irgendwie erst angefangen und da war es auch schon wieder weg. Also das mit den Fußstapfen habe ich nie mitbekommen. Siebtens, ohne Ende sinnlos Sternstab ausgeben. Kenne ich nicht, nein. Seit Minute 1 habe ich nicht sinnlos Sternstab ausgegeben. Aber ja, ihr kennt's, wer hat das nicht gemacht, außer mir. Nicht, Mann, ich habe auch für meine Verhältnisse sinnlose Sachen ausgegeben, aber ich denke mal weniger als die meisten, aber ist verständlich, vor allem damals ohne IV. Jetzt hoffen wir auf die richtigen Attacken. Nummer 8, oh mein Gott. Das war echt verrückt, weil du hattest zum Beispiel einen 100er, richtig geil. Damals Vulcano, Arcani, richtig krass zum Beispiel. Und es muss halt das richtige Moveset bekommen. Und die Laien waren groß, wenn es das halt nicht bekommen hatte. Ich kenne Leute, die haben die Pokémon dann weggeschmissen. Zum Beispiel Aquana, wenn es nicht Hydro-Pumpe bekommen hat. Kollege, Grüße gehen raus an anderen. Direkt weggeschmissen. Auch Gyarados zum Beispiel, 100er. Klar, die kamen in Massen damals, aber wenn es nicht die richtige Attacke hatte, weg damit. Was halt richtig verrückt ist. Vor allem jetzt im Rückblick sind viele der Attacken Legacy und eigentlich ziemlich wertvoll, aber ja, so war das damals.
nicht die richtige Attacke und die Line waren groß. Man hat zum Beispiel Macholo gefarmt im Macholo Nest. Damals richtig Line, bis man 125 Bonbons hatte. Hat dann irgendein mittelmäßiges Macholo entwickelt, weil ja, hatte man nicht immer krasse 100er am Start und dann hat es die falsche Attacke und ja, was machst du damit? Hatte dann nicht wirklich viel Nutzen. War zwar lustig, weil da musste man nochmal sammeln und so, aber war auch richtig klein. Neuntens, Events waren nicht normal, sondern besonders. Ja, das stimmt, weil momentan gibt es nur Events eigentlich. Die Pause dazwischen ist sehr kurz. Eigentlich ein Event nach dem anderen, was an sich meiner Meinung nach ziemlich gut ist, weil man hat immer was zu tun. Wenn man keinen Bock auf das Event hat, dann nimmt man es halt nicht mit. Und für alle, die Bock haben, die nehmen einfach alles mit. Aber damals war es echt ein Riesenereignis. Das erste Event, oh mein Gott, Event. Wir müssen uns alle treffen, jeden Tag durchgezockt. Also damals waren Events sehr, sehr besonders. Man hat sich immer sehr darauf gefreut. Man hat in der Zeit, ist so krass abgegangen und dann wieder nichts gemacht und dann Event wieder richtig krass abgegangen. Und jetzt halt immer Event, Event, Event. Zehntens, zu festen Zeiten loslaufen, um das Maximum rauszuholen. Spawnzeiten, ja, das ist ein schwacher Punkt, muss ich sagen. Ich meine, das macht man heute eigentlich immer noch. Früher hat man das halt echt krass gemacht, vor allem ohne Maps oder so. Da hat man zum Beispiel die Spawnpunkte bei dem Nest beobachtet und dann wusste man genau, wann die spawnen und hat das Nest-Pokémon mitgenommen. Weißt du, zum Beispiel beim ersten Glumanda-Nest oder beim ersten Glumanda-Spawnpunkt. Da wusste jeder, hey, um 13.42 Uhr oder so spawnt hier ein Glumanda oder so. Also das war, okay doch, der Punkt ist gar nicht so schlecht. Das war früher echt immer. Jetzt geht man halt einfach, jetzt juckt es glaube ich keinen mehr. Aber das liegt doch daran, dass die Nest-Pokémon und so einen kaum noch jucken. Aber früher war es halt echt so, zum Beispiel Trattini-Spots oder so, da wusste man, okay, hier und da spawnt ein Trattini, das ist ein Trattini-Spawn-Punkt. Das müsste einmal am Abend oder zweimal am Abend oder so immer da sein. Hat man schon bemerkt und sich notiert und man hat die dann immer abgeklappert. Auf jeden Fall, interessanter Artikel, ein Rückblick in die Vergangenheit, sowas liebe ich, sowas feiere ich. Grüße gehen raus an Noah und meine MMO. Wie gesagt, Link ist in der Beschreibung. Das war's von mir, Leute. Schreibt in die Kommentare, ob ihr euch noch an die Punkte erinnern könnt und was ihr von damals so vermisst. Das war's von mir, wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab, folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab, vergesst Pokémon Serious Business.